Serkesi und Morgenholt sind also die einzigen, die Kenntnis von diesen Algorithmen hatten. Nun, Morgenholt ist tot und Serkesi hat was mit einem geheimnisvollen Unbekannten zu tun, den wir nicht kennen. Dvorak. Morgenholt und Serkesi sind Freaks, keine Terroristen. Vielleicht ist dieser Dvorak ja nichts weiter als ein Strohmann. Hey, hier wird's gerade spannend. 2:0. Die Yankees im 8. Inning. Akira Watanabe bereitet sich auf den Wurf vor. Er konzentriert sich. Das war doch kein Zufall. Mach dich auf den Weg zum Big Apple. Bruce Morgenholt und Abraham Serkesi arbeiteten gemeinsam im UN-Komitee Projekt Watson, dem es gelang, Messis Kernels zu knacken. Sie waren es, die die 1024-Verschlüsselung entdeckt haben. Die Nachrichten, die du in der MCAS-Bank gefunden hast, waren nach genau diesem System verschlüsselt. Wenn dieser Dvorak IW-Algorithmen in die Finger bekommen hat, die auf Messis Technik basieren, dann stecken wir gehörig in Schwierigkeiten. Seit wir den Kerl mit der ganzen Geschichte in Verbindung bringen konnten, versuche ich schon in Serkesis Privatnetzwerk einzudringen. Ich habe ja in meinem Leben schon einige sichere Netzwerke gesehen und hatte mich auch darauf eingestellt, dass Serkesis Netzwerk ein harter Brocken sein würde. Aber das ist Wahnsinn. Serkesis Server ist nicht einfach nur gesichert oder gut getarnt. Es ist so, als würde man in einem stockfinsteren Raum nach einem Schatten suchen. Das Ding treibt mich noch in den Wahnsinn. In New York wird die Lage langsam ungemütlich. Seit dem Stromausfall sind jetzt 24 Stunden vergangen und niemand weiß, wie lange er noch anhalten wird. Aus Manhattan wurden schon die ersten Unruhen gemeldet. Glücklicherweise ist der Funke noch nicht auf andere Bezirke übergesprungen. Wir setzen dich in einer Gasse ab, die an das Zielgebäude angrenzt. Pass auf die Zivilisten auf. Fischer, seit etwa einer Stunde ist in Manhattan die Nationalgarde im Einsatz. Ich fühle mich gleich viel sicherer. Pass auf, wo du hinschießt, Sam. Diese Jungs haben keine Ahnung, dass du dort bist. Die werden sofort auf dich feuern. Töte keinen. Ich wiederhole, töte keinen von ihnen. Ich werde mir Mühe geben. Gut.
Habe ich gerade etwas gehört? Ruhig bleiben. Wir gehören zum selben Team. Mann, wer sind Sie? Ich bin das Monster in deinem Kleiderschrank. Und ich werde dich weiter schlafen lassen, sobald du mir verraten hast, wie viele Männer hier draußen sind. Es sind 8 in unserer Gruppe, aber auf dem Dach sind noch mehr. Wie viele? Ich habe keine Ahnung. Ich schwöre es. Danke vielmals. Ich bin nur ein ganz einfacher Mann, bitte. Ich bin nicht mal Soldat. Ich arbeite in einem Eisenwarenladen. Ich bin nur ein ganz einfacher Mann, bitte.
Was zum... Niemand hier. Keine Anzeichen eines Eindringlings. Fischer, sieht so aus, als würden die Jungs von der Nationalgarde versuchen, die Stromversorgung des Aufzugs wiederherzustellen. Mit ihm kommst du vermutlich am schnellsten nach oben. Na, mal sehen, ob die mir eine Freifahrt spendieren. Du wirst verdammt lange klettern müssen, wenn du es nicht schaffst. Mit dem Aufzug aus. Der Funk.
Ausrüstung aufs Dach bekommen. Ich mach ja schon so schnell ich kann. Ich will dir nicht wehtun. Wer sind Sie? Moment mal. Ist das eine Art Übung? Oh Mann. Hey Leute, der Knabe weiß, dass es eine Übung ist. Wer hat denn da wieder die Klappe nicht halten können? Hab's doch gewusst. Verstanden. Okay, ja. Gut, mein Freund. Jetzt tu mir den Gefallen und spiel ein wenig mit. Name, Dienstgrad, Kennnummer. Corporal Stan Donlon, 24-28-996. Hast du mir sonst noch was zu sagen? Nein, Sir. Guter Junge. Was? Ich soll zum Nächsten gehen? Gut, Roger. Was? Ah ja, ich frage nach. Die Zentrale will wissen, wie viele hier noch auf dem Dach sind. 2 auf dem Dach, Sir. Dann noch 2 in einem Hubschrauber, die auf dem Weg sind. Danke. Wegtreten. Darf ich jetzt wegtreten oder nicht? Sir?
kennen. Je reicher man wird, desto paranoider wird man. Vermutlich hat der Kerl einen eigenen Generator, der sein Sicherheitssystem am Laufen hält. Sicherheitssystem? Wer um alles in der Welt würde denn 15 Stockwerke da hochklettern, nur um in diese Bude einzubrechen? Wie ich schon sagte, paranoid.